die Chance, diese Debatte abzuschließen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir stärken Europa, indem wir grenzüberschreitende Vorgänge erleichtern. Dieser Satz gilt auch in der Rechtsberatung, und deswegen ist es richtig, dass die Möglichkeit eröffnet wird, dass Rechtsanwälte, Patentanwälte und Berufe, die unter das Rechtsdienstleistungsgesetz fallen, grenzüberschreitend agieren können. Das ist nicht zuletzt schon Ausfluss der Dienstleistungsfreiheit. Und dabei muss es aber unser Ziel sein, die Qualität unserer juristischen Ausbildung, die Qualität der juristischen Beratung im Land möglichst auf einem hohen Niveau zu halten. Wir haben ein hohes Niveau, und deswegen darf es eben auch keinen Automatismus geben, so nach dem Motto, wer in dem einen Land rechtsberatend tätig sein darf, der darf es dann schon automatisch in einem anderen. Wir brauchen Qualität in der Rechtsberatung, und wir brauchen eine Lage, die denjenigen, die diese Beratung in Anspruch nehmen, das Vertrauen gibt, jawohl, ich bin dort in jedem Falle in guten Händen. Und deswegen ist es richtig, dass dieser Gesetzentwurf nach wie vor darauf abstellt, dass wir mindestens eine gleichwertige Berufsqualifikation brauchen und in anderen Fällen ansonsten eine Eignungsprüfung erforderlich ist. Und ich persönlich glaube aber, dass wir die Beibehaltung des hohen Niveaus an Rechtsberatung, wie wir es im Land haben, dass wir dafür nicht als Grundvoraussetzung eine Fortbildungspflicht für Berufsanfänger brauchen im Bereich Berufsrecht, die wir dann auch noch mit einer Sanktionsmöglichkeit versehen. Das ist nämlich auch der wesentliche Unterschied zwischen den Formulierungen, wie wir sie heute haben, auch in der Fachanwaltsordnung, wo das ja als Obliegenheit formuliert ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mich an meine Referendarszeit zurückerinnere, dann muss ich feststellen, dass wir dort weitaus mehr als 10 Stunden Berufsrecht gemacht haben. Und wenn wir jetzt heute den Eindruck in der Debatte erwecken, dass wir unter Umständen nicht bundesweit ein dementsprechend hohes Niveau bei 9 Rechtsanwälten haben im Bereich Berufsrecht, dann müssen wir eigentlich die Diskussion um die Frage bereichern, ja, wie gelingt es uns dann bundesweit schon in der Ausbildung, ein solches Niveau im Bereich der Kenntnisse um das Berufsrecht zu etablieren. Im Übrigen glaube ich, dass Fortbildung, sich weiterbilden, sich mit der Rechtslage entwickeln, doch ein originäres Eigeninteresse eines jeden Rechtsanwaltes sein muss. Und wenn Sie heute mal den Markt angucken, dann muss man ja feststellen, Rechtsanwalt sein ist heute kein Zuckerschlecken mehr, weil der Konkurrenzdruck so groß ist, dass Sie in dem Moment, wo Sie Ihr Eigeninteresse an Fortbildung nicht mehr wahrnehmen, unter Umständen komplett abgehängt werden. Und die Zahlen in diesem Bereich, die sprechen Bände. Es gibt Zahlen vom Soldan-Institut, nach der sich 90% aller Rechtsanwälte regelmäßig fortbilden. Und deswegen empfinde ich es auch als vollkommen verfehlt, wenn jetzt in dieser Debatte der Eindruck erweckt wird, dass die Qualität für Bürgerinnen und Bürger schlechter wird, weil wir jetzt hier nicht sanktionsbewehrt eine Fortbildungspflicht etablieren. Der Kollege Seifert hat es vorhin angesprochen, auch in der BRAC ist das Stimmungsbild gespalten. Es ist nicht so, dass alle sagen, es gibt nur diesen einen Weg. Und ich denke, auch diesen Eindruck sollten wir in dieser Debatte nicht erwecken. Wenn wir in die Vergangenheit gucken und mal schauen, wo hatten wir denn im berufsständischen Recht der Rechtsanwälte, wo hatten wir denn in bestimmten Rechtsgebieten besondere Änderungen, da war es eigentlich nie ein Problem, dass sich Rechtsanwälte punktgenau auf die neue Rechtslage, auf die neue Situation vorbereitet haben. Erinnern Sie sich nur an die große Änderung im Gebührenrecht. Insoweit, glaube ich, wird dort deutlich, dass die Anwälte und Anwältinnen, die wir hier im Land haben, keinen Ansporn brauchen in Form eines sanktionsbewährten Zwangsmittels. Ich halte die Formulierung, wie sie im Moment auf dem Tisch liegt, für sehr gelungen und möchte deswegen um Ihre Zustimmung werben und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet und wir kommen zur Abstimmung über den